Dichtern auferlegt wird. Jeder Dichter hat heute, was haben wir jetzt gesagt? 6 Minuten Zeit. Auch das ist die wichtigste Regel des heutigen Abends. 6 Minuten Zeit. Diese Zeit darf nicht überschritten werden oder wir werden die Person, die diese Zeit überschreitet, dem Liebesgott Amor opfern. Also richtig okkulte Scheiße da hinten. Ihr wollt da nicht hin. Das ist echt gruselig. Regel Nummer 3, mein Lieber. Regel Nummer 3, es sind keine Requisiten erlaubt. Das heißt, lustige Hüte, außer man trägt sie auch sonst in seiner Freizeit. Na, wir sind nicht die besten Beispiele dafür. Wir beide tragen lustige Hüte. Wir sind aber auch nicht Teil der Konkurrenz. Lustige Hüte, lustige Requisiten, iPhones, Laptops, irgendwelche krassen... Segelboote. Nicht erlaubt. Was? Man darf kein Segelboot mit auf die Bühne bringen. Das ist... Hast du schon mal ein Segelboot auf der Bühne? Nee, darf man ja nicht. Darf man nicht? Ja, eben. Genau, wenn Nektarius die Obhut über einen Slam hat, werden keine Segelboote auf der Bühne erlaubt und das ist ganz wichtig. Und die vierte, und auch das ist die wichtigste Regel, die gilt allerdings nicht für die Poeten, sondern für euch, meine lieben Schatzi-Mausis. Und zwar, respect the poet, lautet diese Regel. Also kein Häkeln, kein abfälliges Kommentieren, kein Bu, kein Ö, kein I. Während des Vortrags, ihr dürft natürlich machen oder U oder Ja. Aber bitte... gewährleistet den Menschen, die hier auf diese Bühne kommen, dass sie diese Bühne mit einem Rest Würde wieder verlassen. Rest. Wir wollen auch nicht übertreiben. Ein Rest ist wichtig. Schiff und Bremen herangereisten Bühne Bode. Ja. Tachchen. Aus meinem Kopf heraus vorlesen werde. Der erste ist ein bisschen kürzer, der zweite ist ein bisschen länger. Im Mittel sind sie dann beide mittellang. es sind eher ältere Texte, aber auch das sollte okay sein. Helmut Schmidt zum Beispiel ist auch schon älter, aber wir freuen uns trotzdem, dass er noch da ist. Der erste Text handelt von Liebe, der zweite von Mathe. Und auch von Liebe. Und der erste Text ist ein sehr persönlicher Text, deswegen seid bitte nett zu meinen Gefühlen. Er heißt Ein Schrei nach Liebe. Sehr wichtig, diese Handbewegung, dann wissen alle, das wird krass, was jetzt kommt. Ein Schrei nach Liebe. Der zweite Text. Die Leute lachen immer mehr über das Ende als über den Text. Ja. Wie wenn Clowns sterben vielleicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, der zweite Text ist eine Frage, den habe ich in meiner Schulzeit geschrieben. Die liegt schon ein bisschen zurück. Ist von euch noch jemand in der Schule? Jo. Einige, wow, krass, Mathe, euer Ding, eher nicht so. Ja, nein, ja, nein, zusammengezählt, ja. Meins auch nicht so richtig, aber ich hatte eine Lehrerin, die war relativ heiß. Also ziemlich. Jetzt, ich habe relativ nur gesagt, damit ich nicht rot werde. Ich habe ihr gedacht, das muss man ihr mal sagen. Und habe ihr ein Gedicht geschrieben. Und das Gedicht heißt 2 mal 3 macht 6. Oder an meine Mathelehrerin. Frau Müller, ich werde aus dir nicht schlau. Du bist für mich wie die Wurzel aus 2 bloß Frau. Aber ich verstehe dich nicht, du verstehst mich nicht. Naja, wer weiß, vielleicht ergibt Minus mal Minus ja irgendwann mal Plus. Also komm,
Lass uns unsere Körper addieren, unsere Kleidung subtrahieren, unsere intimsten Gedanken dividieren, unsere Liebe abstrahieren. Multiplizieren wir Liebe mit Verlangen, Lust zum Quadrat, lass uns ein Strahl sein. Wir beginnen bei Null und verlieren uns in der Unendlichkeit. Meine Ableitung soll deine Stammfunktion sein. Spüre, wie unsere Körper rotieren, rautieren, parallelisieren, paralysieren, in Matrizen analysieren, auf Matratzen oralisieren. Mach mit dem Pythagoras. Mein Herz macht einen Überschlag. Eins, zwei, drei Satz. Meine Gerade soll deine Ebene schweigen, und zwar genau am G-Punkt. Ich will das hinreichende Kriterium für deinen absoluten Höhepunkt sein. Pi mal R Quadrat ist die Grundfläche unserer Liebe, 2 Pi R ist der Radius unserer Herzen. Sinus. Cosinus. Coitus. Lass meine Hypotenuse deine Katheten spalten, auf dass mein Winkel immer spitzer wird. Ich will dein gleichschenkliches Dreieck sehen, Baby. Definieren wir uns neu. Finden wir unsere kleinsten gemeinsamen Teile. Führen wir verschiedene Variablen ein. X plus X mal X plus Y, Frau mal Mann gleich heute Nacht. Klammer dich aus, Baby, ich will deine binomische Formel lösen. Erst reduzieren wir uns auf die Basis, dann wird sich ineinander erweitern. Wir sind das Produkt von Liebe und Lust. Komm, gib mir einen Kuss, aber dahin, wo mich noch keine Tangente gestriffen hat. Denn unsere Körper schwingen im Reite meinen Sattelpunkt, lass uns deine Kurven diskutieren. 90, 60, 90 Grad, bei mir bildet sich ein rechter Winkel. Und wenn ich dich erst bei der Wurzel gepackt habe, dann rechne mit Potenzen. 10, 9, 8, 7, 6 durch 2 teilen, 6 zu 2 teilen, 6 zu 2 teilen, 6 durch 2 ergibt. 3. Und 3 bedeutet befriedigend. Gut, ich habe diesen Zettel dann so heimlich in das Pult geschoben. Und dann nächsten Tag kam ein Brief zurück. Blö, das geht zu weit. Wir müssen da wirklich einen Bruchstrich ziehen. Vielen Dank. Ich die schwerste Level bei Candy Crush hatte. Mit mehreren Lakritz. Wer das Spiel kennt, weiß, was das heißt. Übelst hart. Ich lese einen Text vor. Also ich kann ihn eigentlich auswendig, aber ich lese ihn ab, weil das wirkt dann gebildeter. Ach nein, wartet! Ich habe ja vorhin in diesem Kurztext erzählt, wie ich quasi das Mädchen gewonnen habe. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn man erstmal so ein Gedicht vorträgt, so ein Schrei nach Liebe, dann verfallen einem die Frauen. Und wir hatten eine tolle Beziehung und jetzt habe ich ja erzählt, wie die Geschichte angefangen hat. Jetzt erzähle ich, wie sie zu Ende gegangen ist. Ich habe ein kleines Theaterstück dazu geschrieben. Es ist ein Drama, ein Monolog. Ihr kennt die Anfangsgeste. Als meine letzte Freundin Frieda vor meinen Augen einen 80 Meter tiefen Abhang hinunterstürzte, konnte ich nichts anderes tun, als die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu schreien.
unsere Kriterien, um eine Freundin zu sein. Ja, sogar deine Ferien liegen gleichzeitig mit meinen. Du bist jung und du bist sweet und der Altersunterschied ist durchaus noch im Rahmen. Hast nen Humor wie ihn wenige Damen haben. Bald ist es zu spät, bald komm ich nicht mehr heil aus der Geschichte raus. Doch solange das noch geht, frag ich gerade aus. Bring mir wie wär's, wenn ich mich in dich verlieben würde, würde ich es bereuen. Bring mir wie wär's, wenn ich mich in dich verlieben würde, würde dich das freuen. Wenn ich dann sag nein, vielleicht kann ich mich noch befreien. Doch wenn ja, dann komm her und mach mich klar. Schauen. Vergess ich all die anderen Frauen, vergess ich fast meinen Namen. Das ist ein Effekt, den wenige Damen haben. Und ich brauch mich nicht verstellen, mein Herz ist sowieso ein fucking offenes Buch. Also warum ich quäle, indem ich es versuche. Passieren wird, nämlich einer der krassesten, der überragendsten, der bahnbrechendsten Poeten der letzten Jahre wird sich opfern, um dem ersten Poeten unserer zweiten Runde einen würdigen Auftritt zu bescheren. Und wer könnte so krass sein? Wer könnte ein Tiergedicht besser performen als... Ich weiß nicht, sag es uns. Ey, dieser krasse Typ, der links von mir auf der Couch sitzt, einen Applaus für den Darius Marathon! Die Kliniken! Oh Gott, das ist noch nicht passiert. Oh Gott. Ja, auch Tiere können lieben, deswegen möchte ich zum populären Format des Tiergedichtes ganz kurz rüber switchen. Ich werde da die Regeln des Poetry Slams ganz kurz brechen, aber das ist nicht schlimm, weil ich bin ja auch nicht im Wettbewerb. Ich werde nämlich ein Gedicht rezitieren von unserem herzallerliebsten Philipp Herold, der auch Teil unseres Moderationsteams ist. Wer schon öfter hier war, der kennt Philipp und liebt Philipp mit Sicherheit. Ich möchte von ihm das folgende Liebesgedicht zitieren. Das Reh. Es war einmal ein Reh, dem tat die Nase weh, denn es bekam den Kuss von einem Reisebus. Ups, war gar kein Liebesgedicht. Valentinstag, ne? Pärchen hier? Mensch, da. Ich hatte eigentlich für heute, weil es ja Valentinstag ist, hatte ich ein Liebesgedicht geschrieben. Ich krieg Bock drauf. Ich lese einen Text stattdessen über Krieg, finde ich fast auch. Ist vor allem auch ein Text über die Liebe, also die hypothetische Liebe in Zeiten des Krieges. Bei mir ist Liebe immer hypothetisch. Ich wollte den Text eigentlich...
Ich wollte den Text eigentlich Krieg und Frieden nennen, hat mir jemand gesagt, der Titel wäre schon vergeben. Ich habe gedacht, kein Problem, nenne ich den Text eben Frieden und Krieg. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte letztes Jahr ganz schön viel Stress. Dieses russische Roulette in der Ukraine und das Gerede vom Dritten Weltkrieg hat mir echt Angst gemacht. Ich hoffe ja tatsächlich, dass sich nicht-lineare Kriege durchsetzen werden, denn ich habe keine Ahnung, wie ich mich im Falle eines richtig altmodischen Krieges zu verhalten hätte. Muss ich dann mit Soldaten Kaffee trinken gehen und Dinge sagen wie, ich werde auf dich warten, mein Liebster? Und dann romantische Feldpost? Mails? WhatsApp? Oder auch mein Schubser auf Facebook? Oder die Jungs und Mädchen an der Front mit selbstgestrickten moralischen Unterstützen, mit handgestrickten Drohnenhäubchen und Tarnkäppchen. Manche stricken ja zum Bäume herum. Oder Hydranten und Mülleimer. Man könnte doch auch Strickmuster für Drohnenhäubchen werfen mit Bommeln, die so nach hinten wegfliegen, wenn sie beschleunigt und so runterhängen, wenn sie in der Luft stehen. Das wäre hübsch. Aber wie geht das nochmal mit dem Stricken? Bei uns fehlen Handarbeiten immer aus, weil irgendeine durchgeknallte Schweizerin der Handarbeitslehrerin mit einem Stricknadel ins Auge gestochen hat, von wegen Deutschland. Häkeln kann ich auch nicht. Ich kann nur häkeln, also andere Leute auf der Bühne fertig machen. Ich sag dann so Sachen wie, hey du Opfer, dein Text hatte einen Rechtschreibfehler. Aber davon entstehen ja auch keine Hilfsgüter für die Front, weil der Soldat kann ja den gegnerischen Soldaten nicht kaputt häkeln. Also wenn eine deutsche Soldatin zu einem afghanischen Soldaten sagen würde, ey, kannst du mir mal deinen Bartlein bei uns in die Daumen binden, alle? Dann versteht der denn das gar nicht. Deswegen denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir Europa vorantreiben und eine gemeinsame Sprache durchsetzen und einen innereuropäischen Krieg führen mit Heckelschützen, die kreative Beleidigungen über den Graben werfen. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Gut so, denn eigentlich bin ich ja Pazifistin. Andererseits leben wir im Zeitalter der Inkonsequenz, in der Vorzeigeveganer Lederschlappen tragen und tolerante Menschen die AfD wählen, nicht weil sie gegen Ausländer sind, sondern für Deutsche. Eine Zeit, in der man ein Kick-T-Shirt für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert, also warum nicht einen pazifistisch motivierten Krieg? Ja, richtig, man führt Krieg, weil man Frieden möchte. Natürlich sagen jetzt naive Menschen, dass Krieg das genaue Gegenteil von Frieden sei, man dann einfach mit dem einen aufhören müsste, um das andere zu haben. Haha, wie naiv. Außerdem wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es mal wieder einen Krieg gäbe hierzulande. Krieg ist ja nicht automatisch schlecht, außer für den, der drauf geht. Aber die Wirtschaft, die wird angekurbelt. Und davon profitieren wir doch alle. Beim Bäcker gäbe es Krisekuchen und Mörsermuffins und Terrortorten und Pudding-Panzerbrezeln und in Metzgereien Selbstmord-Attentäter-Salami, Schrapnell-Schinken und McDonalds, russische Wochen mit Bombenborscht, mit Chicken Kiev und als Nachtisch ein Desert Storm mit Mom. Mein Name ist Matuschka Surprise. Bang! Mich jetzt selber mit ganz sentimental geworden. Ja. Ah. Ah. Das ist so smooth. Ja. Tja, und um zu zeigen, dass ich auch heute noch niedliche Lieder schreibe, kommt das nächste Stück. Es ist ein Disco, Liebeslied mit Tieren. Fuck me, it's
feiern, wenn wir beide Schildkröten wären. Wir würden uns nie wieder beeilen. Na, wenn wir beide Grashalme wären, wir würden nebeneinander sprießen. Wenn wir beide Eintagsfliegen wären, wir würden jede Sekunde genießen. Oh, wir beide sind Menschen. Wir tun das, was Menschen tun. Schönes Buch, ja, da steht drauf, ich kann ja sonst nichts. Das ist, da ist ein Mann drauf abgezeichnet, der sieht einem unserer Poeten ein bisschen ähnlich. Ne? Wenn ihr diesen völlig ausgezehrten, hungernden jungen Mann ein bisschen unterstützen wollt, dann kauft dieses Buch. Es kostet lächerliche 10 Euro. Das ist 10 Euro. Gibt's das auch als E-Book? Es gibt's auch als E-Book. Okay, aber kauft das Original. Das ist viel, viel nicer. Echtes Papier riecht auch viel besser als Laptops. Ich habe übrigens den Preis jetzt. Du hast den Preis. Wir sind am Start. Wunderbar. Wir sind am Start. Und wie immer bei uns in Heilbronn geht es, fangen wir vom dritten Platz an, es geht um Ehre. Zweimal für den zweiten und für den dritten. Nimmst du auch noch den zweiten Preis? Und der phänomenale erste Preis ist Ruhm. Es hat endlich funktioniert. Wir hatten seit 32 Veranstaltungen, haben wir diesen Wortwitz hier präsentiert. Zum ersten Mal hat das Publikum geklatscht dafür. Der geht an euch. Beständigkeit setzt sich einfach durch. So, der nächste Termin? Das Publikum. Freund aus Konstanz weiß Bescheid, Marvin Zuckert, gibt die Termine auch noch an der Ausgangstür. Ist kein Problem, wer weiß Bescheid. Also, wenn euch das gefallen hat, kommt wieder am 28. März. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Danke, dass ihr hier wart, es war wunderbar. Es war so viel Liebe in diesem Saal. Danke, 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 liebe Freunde. Bevor ihr aber geht, sammelt nochmal alle Kräfte, die ihr in euch habt. Bündelt eure Chakren, verbindet eure Augen zu einem bunten Regenbogen und applaudiert für diese beiden Eloquenzien in Person. Macht Lärm für unsere fantastischen Moderatoren Nektarios Vlachopoulos und Nikolas Kr-